Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Überlebensmodus. Okidoki, die Leuchtpistole und die Leuchtfackeln packe ich jetzt mal in unsere, nehmen wir mit auf Abenteuerkiste. Aber jetzt rennen wir nochmal, so wie uns der Herrgott erschaffen hat, zurück zur Red Rocket Station, um nochmal die restlichen Materialien, Loot-Gegenstände aus der Werkbank zu holen, damit wir die nach Sanctuary bringen können, um unsere Waffen abzugraden. Das Problem ist nämlich, Entschuldigung, ich habe gerade noch Kuchen gegessen. Ich habe noch so Krümel zwischen den Zähnen, aber der Kuchen ist geil. Was wollte ich sagen? Genau, um unsere Waffen und auch die Rüstung vielleicht ein bisschen abzugraden. Und Handelskarawanen kann ich erst machen, wenn ich den Perk Leader irgendwas bla bla habe oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dauert es noch ein bisschen. Den haben wir jetzt noch nicht. Ah ja, stimmt, aber wir sind ja, während wir mit Preston geredet haben, aufgestiegen, habe ich gesehen. Das ist natürlich cool. Könnten wir gleich mal wieder schauen, in was wir das dann investieren. Aber jetzt erstmal zurück nach Sanctuary. Wisst ihr was? Ich würde das Spiel jetzt eigentlich fast gern mal wieder ohne diesen Green-Mod sehen. Weil ich glaube, jetzt ist es für mich komplett ungewohnt, wenn auf einmal nicht mehr alles grün ist. So viele Stunden, wie ich jetzt schon wieder mit diesem grünen Modus verbracht habe. Naja. Kann man jetzt eigentlich schon auf dem PC mit so einem Scrap Everything Mod? Nee, kann man nämlich ganze Häuser wegscrappen in Sanctuary. Das geht hier noch nicht. Wir können hier, wenn wir Stahl oder sowas brauchen, oder auch andere Rohstoffe, glaube ich, noch ziemlich viel von dem ganzen Dreck hier am Boden wegscrappen. Also theoretisch können wir uns dadurch noch einiges an Rohstoffe zusammensuchen, wenn wir es unbedingt brauchen. Mal schauen. Auto. Zum Beispiel. Ja, da wäre schon einiges noch zu holen. Also, okay. Aber jetzt... schauen wir erstmal... räume ich erstmal den ganzen Schrott nochmal in die Werkbank. Wirklich alles nehmen. Oh Gott, nein. Alles lagern. Okay, sieht gut aus. Perfekt. Dann hole ich jetzt mal das ganze Zeug aus der Kiste. Hier wirklich alles nehmen. Dann ziehen wir uns auch gleich mal wieder an. Okay, die sind eh noch als Favoriten markiert. Soll ich die vielleicht auch mal favorisieren? Ich glaube schon. Hübsche, hübsche Pistole. Ich schiebe die mal ganz da nach oben, dann weiß ich, welche das ist. Ach so, Quatsch, wir sind ja immer noch nackt. Okay. Kleidung. Alles anziehen. Auch den Ehering. Warum nicht? Okay. Cool. Sind wir wieder voll gepanzert, voll ausgerüstet, voll hochgelevelt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas an unseren Waffen noch verbessern können. Hier haben wir eh schon einen mächtigen Verschluss. Da geht nichts mehr. Ich glaube, die Waffe haben wir für unsere derzeitigen Skills ziemlich maximiert. Oder? Ah, wir können einen richtigen Gewehrgriff ranmachen für weniger Rückstoß. Naja, ist jetzt nicht gerade die Welt, aber man könnte es schon machen. Ach, machen wir es. Dann ist die Waffe wenigstens maximiert. Ah, okay, wir könnten auch ein größeres Magazin reinbauen, was ich gar nicht schlecht fände. Sogar bis hierher. Ein Schnelllademagazin. Achso, das ist die Frage. Entweder mehr Kapazität oder Ladegeschwindigkeit höher. Ja, beides natürlich nicht schlecht, ne? Das ist leichter. Ne, Quatsch. Leichter ist das da. Und das, ja, dann nehmen wir das Schnelllademagazin. Aber dafür bräuchten wir Schrauben. Ach, wenn ich dran denke, wie viel Objekte mit Schrauben wir haben liegen lassen, weil wir einfach nicht mehr tragen konnten. So, wisst ihr, was ich jetzt deswegen mache? Jetzt gehen wir ins Bett und schlafen mal erstens, bis es morgen wird und zweitens auch damit gespeichert wird. Na, oh, Marcy. Lass uns handeln. Irgendwann mache ich wirklich diesen Sandman-Kill, wenn du länger mal im Bett schläfst. Irgendwann. Immer wenn ich hier schlafen will, ist da die Marcy. Echt nervig. Okay, 6 Stunden schlafen. Und dann
wird ihr Sanctuary mal niedergescrappt, damit wir an ein paar Schrauben kommen. Wenn nicht gerade die Carla da ist, die ist glaube ich nicht da, dann wird jetzt hier echt mal aufgeräumt. Einfach auf der Suche nach Schrauben und anderen Materialien, die wir in Zukunft brauchen können, weil es muss doch echt hier ein bisschen mehr sein. Diesen ganzen Dreck hier können wir auch wegmachen, wobei der nur Dünger bringt. Eigentlich ist das eher nebensächlich. Aber zumindest die Häuser werden jetzt leergeräumt. Und zwar einfach mit blinder Wut, blinder Scrap-Wut, ohne darauf zu achten, was wir hier überhaupt zerlegen und ob wir das noch brauchen könnten. Das wird jetzt alles einfach nur in Rohstoffe umgewandelt. Und dann schauen wir mal, ob dabei vielleicht auch die ein oder andere Schraube mit abgefallen ist. Wäre doch gelacht. Wird doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier nicht ein paar Schrauben wenigstens rauskriegen würden. Und wenn nicht, dann zumindest anderes Zeug, das wir in Zukunft bestimmt auch brauchen können, werden, haben, sollen, dürfen. Bin ich mir ganz sicher. So, das Zimmer ist schon mal erledigt. Oh, Cotsworth, hast du mich erschrocken? Was machst du denn hier drin? Du musst doch gar nicht duschen oder baden oder was auch immer. Oder willst du in den Spiegel schauen? Tja, Pech gehabt. Hier ist nämlich kein Spiegel mehr. Oh, jetzt fliegt er echt ganz enttäuscht weg, weil hier kein Spiegel mehr ist. Tut mir leid, Cotsworth. Ich hab's nicht so gemeint. Aber in dem Spiel gibt's eh keine spiegelnden Flächen. Insofern hast du eh nur in so ein mattes, verschwommenes Bild geguckt. Naja. Okay. Das Haus ist sauber gescrappt. Ich befürchte, dass wir da echt nicht besonders viel Schrauben jetzt rausbekommen haben aus der ganzen Geschichte. Aber gut. Hilft ja nichts. Ist halt so. Mensch, was man hier für ganze riesen Dreckbatzen wegscrappen kann. Irre. Naja. So, was ist mit dir, Haus? Nee, da sind auch keine Schrauben mit dabei. Schade. Aber heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keine Frage. Beziehungsweise haben wir noch ein paar Häuser, die wir noch leerräumen können. So. Ich weiß halt echt nicht, wir finden echt viel Zeugs, aber irgendwie keine Schrauben, oder? Ich habe es vielleicht ja auch ein bisschen überlesen jetzt, kann schon sein, aber trotzdem. Wäre es mir lieber, wenn jetzt mal die Carla doch mal kommen würde, zufällig, damit wir bei der ein bisschen einkaufen können. Weil da kann ich mich wenigstens drauf verlassen, dass die eine Handvoll Schrauben mit dabei hat. Aber wirklich ausgerechnet Schrauben, wenn ich so, also, ich meine, keine Ahnung, aber in Wirklichkeit sind doch überall Schrauben, oder? Ich weiß nicht, geht's nur mir so? Wenn ich jetzt gerade so an meinen Haushalt denke, dann sind da Millionen Schrauben überall. Mein Rechner ist voller Schrauben. Die Türen, naja, die Türen. Naja, doch, schon, die Türgriffe und sowas sind mit Schrauben festgemacht. Die ganzen Regale sind vollgestopft mit Schrauben. Jedes einzelne Regalfach hat mindestens 4 Schrauben verschraubt, die man benutzen könnte, die man scrappen könnte im Notfall. Die Couch, alle Stühle eigentlich, alles ist voller Schrauben. Warum sind hier keine Schrauben? Hier müsste auch alles voller Schrauben sein. Tut mir echt leid, Preston, dass ich gerade so ungemütlich bin, aber ja, den Stuhl kannst du von mir behalten. Achso, er steht auf, ne, dann weg mit dem Stuhl. Na gut. Das Haus haben wir auch leergeräumt, so ziemlich. Kommt auch weg. So, jetzt schaue ich mal, ob wir jetzt aus dem Ganzen wenigstens 1-2 Schrauben gewonnen haben. Hey, Marcy. Ich hab mir gedacht, wenn du später Zeit hast, könnten wir vielleicht am Pool spazieren. Weil wenn nicht, wäre das echt schade. Aber schauen wir mal. Haben wir denn schon wieder wenigstens eine Schraube? Sieht so aus. Ja, wir haben sogar eine Handvoll Schrauben. Nicht sehr viel, aber genug für ein Schnelllademagazin. Rein damit. So, und schon fehlen wieder Schrauben. Gut, Zielfernrohr haben wir aber eh im Grunde alles, was wir brauchen. Ja, natürlich ein Schalldämpfer wäre halt ein Traum, aber da brauchen wir Rang 3
Waffenfreak. Das ist halt ein bisschen irre. Rang 3 Waffenfreak ist halt schon sehr hochlevelig. Aber gut, ich meine, im Grunde, ehrlich gesagt, brauchen wir nicht mal wirklich einen Schalldämpfer, oder? Wir sind irgendwie so unsichtbar. So, mal schauen, was können wir denn hier machen? Wir können hier mit dem gehärteten Verschluss nochmal ein bisschen den Schaden von unserem doppelläufigen Gewehr in die Luft schrauben. Moment mal, wir könnten theoretisch auch die bauen. Da fehlen uns anscheinend nur irgendwelche Rohstoffe. Beziehungsweise der geht sogar. Mächtiger Verschluss. Eine Schraube mehr und dann machen wir 80 Schaden. Das ist schon heftig. Statt 58, 80. Das hätte ich jetzt schon recht gerne. Dafür brauchen wir wieder Waffenfreak 2 und mehr Schrauben. Aber das ist schon ziemlich cool. Na gut, mehr Schrauben. Du bestehst doch bestimmt aus Schrauben, du komisches Wagenheber-Ding, oder? Nein, keine Schrauben. Na gut. Carla, wo bist du denn? Ich brauch dich. Ich brauch deine Superhändlerfähigkeiten. Deine Händler-Superheldenfähigkeiten. Deine Superhändler-Heldenfähigkeiten. So, dann wird jetzt mal das Spielerhaus, das Vorkriegsspielerhaus, leergeräumt. Was will man auch damit? Der ist jetzt gegenüber eingezogen, weil da die Werkbank steht. Ich habe jetzt gerade an dem Tisch, ich hätte nicht so schnell weg scrappen dürfen. Aber man hat gerade gesehen, dass Schrauben in diesem Tisch drin sind, ganz eindeutig. Und trotzdem habe ich keine Schrauben bekommen beim Zerlegen. Ne, vielleicht sind die Schrauben einfach ausgefranst und kaputt. Das kann ja sein. Ist ja möglich. So, Dusche weg, das da weg, alles weg. Dafür habe ich gerade nicht mal Rohstoffe bekommen für die Dusche und so. Eine Schande. Hey, da liegt noch eine Rassel im Eck. Ach so, hier sind Betten. Naja, die lasse ich mal hier. Naja, ein paar Häuser sind da noch. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen Glück haben. Könnte ja sein. Das wird auf jeden Fall die ungemütlichste Siedlung bis jetzt. Die sterilste und ungemütlichste. Überhaupt keine Möbel. Doch sonst nix. Naja, okay. Mal schauen. Irgendwo muss es doch noch Zeugs geben. Irgendwo finden wir schon noch was. So, versuchen wir es nochmal ein Haus weiter. Viele Häuser gibt es jetzt wirklich nicht mehr, die wir noch abklappern könnten. Hey, ich versuche mal da hinten die Gartenmöbel. Bei denen könnten wir vielleicht Glück haben, oder? Hier ist doch... Aber hier! Ach ihr, ihr seid echt scheiß Gartenmöbel. Ihr bringt mir überhaupt nichts. Ich mag die Gartenmöbel hier nicht. Die sind gemein. Und unnütz. Na, was ist denn hier los? Kann ich das nicht scrappen, das Tischchen da? Doch. Naja, ich mache jetzt das Haus hier noch und dann schauen wir nochmal. Zwei Schrauben wären schon cool, wenn wir noch rauskriegen würden. Beziehungsweise können wir echt mal schauen. Können wir echt mal gucken, ob wir nicht vielleicht den Perk für das bessere Waffenbauen lernen wollen. Weil dann könnten wir gleich nochmal eine Stufe besser craften. Andererseits, ja, es gäbe so viele andere Sachen, die man auch machen könnte, die man auch hochleveln könnte. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, wir gehen jetzt hier raus aus dem Baumenü. Wenn wir jetzt nicht genug Schrauben haben, dann haben wir halt nicht genug Schrauben. Dann, genau, dann kann das noch warten. Okay. Also versuchen wir mal unser Glück. Okay, mächtiger Verschluss geht. Wir haben genug. Und wir hätten sogar genug Rohstoffe für verbesserter Verschluss. Und der ist halt dann echt krass. Aber
nicht den nötigen Perk. Und jetzt schauen wir mal erstmal ins Perk-Menü zum Hochleveln, ob wir den nehmen wollen oder lieber irgendwas anderes. Man könnte zum Beispiel auch inzwischen Gewehrschütze Level 2 lernen. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren verursachen 40% mehr Schaden und ignorieren 15% des gegnerischen Rüstungswertes. Das ist schon nicht schlecht. Ziemlich heftig. Besseres Schlossknacken, auch immer wichtig, auch immer gut. Ninja geht noch nicht in der nächsten Stufe. Sandman. Ach, es gibt tatsächlich höhere Stufen von Sandman. Ah, Schleichangriffe verursachen 50% mehr Schaden und 30% mehr Schaden. Das geht aber bei uns jetzt noch nicht. Ach, wir können nicht mal Waffenfreak Rank 2 lernen. Dafür bräuchten wir noch ein Level mehr. Na gut, aber dann würde ich fast sagen, entweder Schlossknacken oder Gewehrschütze. Und ich tendiere zu Gewehrschütze. Lieber sind wir noch ein bisschen mächtiger. Weil sowohl unser Scharfschützengewehr als auch unsere doppelläufige Flinte dürfte als nicht automatisches Gewehr gezählt werden. Und mit dem jetzt nochmal 20%, also von 20% auf 40% mehr Schaden, das lohnt sich. Würde ich sagen. Und jetzt bauen wir hier noch den mächtigen Griff ein. Ah ja, man sieht es ja auch, vorher hätten wir 80 gemacht, jetzt machen wir 93 Schaden mit dem mächtigen Verschluss. Ausgezeichnet. So, ich schätze mal, ohne Schrauben können wir jetzt im Grunde überhaupt nichts mehr machen. Wir können den verlängerten Lauf durch einen kurzen Lauf ersetzen, wenn wir doof sind. Aber ansonsten ein Leuchtvisier. Bringt uns das wirklich irgendwas? Ja, ein bisschen. Es braucht nicht viel Rohstoffe, also hey, bauen wir es ein. Okay, ich schätze mal, bei der Pistole können wir erst recht nichts machen. Die hat eh schon ziemlich mächtige Skills von vornherein. Aber wir können das Standardmagazin gegen ein Schnelllademagazin tauschen. Und da würde ich fast sagen, warum denn nicht? Warum denn nicht? So. Alles in die Werkbank. Die Mods, diesmal vergesse ich die nämlich nicht. Die schleppe ich nämlich immer mit mir rum und die wiegen viel und dann braucht man sie gar nicht. Und dann sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ich schaue mir mal alle Waffen an und lade durch. Also unser Scharfschützengewehr vollgeladen. Doppelläufige Schrotflinte, sehr schön. 10mm Pistole, auch gut. Und Leuchtsignalpistole. Cool. Na gut, dann können wir eigentlich wieder Action. Und zwar, ich würde jetzt echt den Starlight Drive-In übernehmen. Weil warum denn eigentlich nicht? Ich glaube, das ist leicht. Und wir kriegen Erfahrungspunkte. Und momentan ist ja wirklich jede noch so poplige Mission was wert. Und wir können sogar unser Kanalisation-Schnellreisesystem benutzen. Das gefällt mir. Ich finde sowas wirklich cool. Das ist einfach so schön in die Welt integriert, dieses Untergrund-Schnellreisesystem. Das ist echt cool und das erspart uns viele repetitive Wege, die man einfach nur hin und her läuft im Grunde. Aber man verpasst halt eventuell auch Zufallsbegegnungen. Tja, ich hätte es außerdem schöner gefunden, wenn dieses Schnellreisekanaldeckel-Ding vielleicht direkt in Sanctuary wäre, statt irgendwie hier so zwischen Sanctuary und Red Rocket. Aber mein Gott, die paar Meter brauche ich mich jetzt eigentlich echt nicht beschweren. Cool wäre es, also wenn es richtig, also ich meine, geht auf der PS4 schwer wegen den Limitationen, wir kennen die ja auf der PS4, die Mods, aber cool wäre es, wenn da wirklich auch NPCs dann hier drin leben würden, Railroad-mäßige NPCs, die man dann auch irgendwie kennt und so und naja, das wäre schon cool. Okay, Abkürzung nach Concord. Cool. Ach ja, das ist schon echt cool. Dieser Überlebensmodus ist echt ein ganz neues Spiel. Also, so wie ich mich kenne, würde ich das nicht spielen, wenn ich jetzt keine Let's Plays machen würde. Also, so alleine für mich würde ich es jetzt auch nicht spielen. Aber so zusammen mit euch macht mir das schon ziemlich Spaß gerade. Okay. Dann gehen wir mal rüber zum Starlight Express Kino-Ding. Und dann schauen wir mal, was da
was sich da eingenistet hat. Hey, Dogmeat, was hast du denn gefunden? Zeig doch mal. Ja, und jetzt? Wo denn? Was ist denn hier? Dogmeat, hier ist irgendwie nichts. Sind wir wirklich schon da? Wolltest du mir das hier zeigen? Toll, jetzt bin ich wegen dir leicht hungrig. Er schaut nach oben. Da hoch, oder wie? Ich weiß nicht, was er will. Ich glaube, Dogmeat ist verrückt. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Naja, gehen wir mal einfach zum Starlight Drive-In. Ich sehe es eh schon. Mal schauen, was sich da für nasty Kreaturen eingenistet haben. Nasty Nista. Ich sehe von hier oben gar nichts, aber ich kann mich daran erinnern, dass hier eigentlich Ghoule sein müssten, beziehungsweise Zombies jetzt in unserem Modus. In unserem Mod-Menü-Welt. Ah, Maulwurfsratten. Und da hinten ist eine Gruppe Zombies. Oh, okay. Na gut, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge mal. Beim nächsten Mal machen wir dann hier sauber, haben dann schnell die nächste Quest erledigt, kriegen wieder ein paar Erfahrungspunkte. Das geht angenehm schnell. Und ja, im Grunde, ich meine, Preston hätte ja unendlich viele Aufträge an uns. Aber vielleicht machen wir uns mal Richtung Diamond City auf. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon bereit sind. Mal schauen. Entscheiden wir beim nächsten Mal. Also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren wäre wie immer ziemlich cool. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und schaut doch auch mal bei Patreon vorbei. Wäre sehr cool. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.